Man darf sich ja dann schon wundern, was noch vor Jahren vom Mainstream als menschenverachtend und böse diffamiert wurde, weil es die AfD gefordert hat oder Ungarn und andere Vorzeigestaaten direkt praktiziert haben, weil sie den Schutz der Grenzen und die geltenden Rechtslage im Gegensatz zu ihnen immer berücksichtigt haben. Das dürfen jetzt plötzlich CDU, SPD und FDP unbehelligt fordern. Jetzt dürfen sie gespannt sein. Sachsens CDU-Innenminister Schuster fordert jetzt Ausreisezentren, menschenverachtend, was für ein Schurke. Grenzschutz mit Zäunen fordert jetzt der menschenverachtende Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Und SPD-Scholz legt einen menschenverachtenden Abschiebeplan vor für sichere und schnellere Abschiebungen, verlängerte Abschiebehaftzeiten. Da fragt sich wahrscheinlich mancher Grüne, das ist aber empörend, alle drei müssen doch sofort vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wann lässt Herr Kretschmann denn endlich die grünsozialistischen Schäferhunde los und schafft Ordnung in diesem Land?